So, heute ziehe ich mal alleine los. Wir haben hier an einem wundervollen Fels geparkt. Schon 2-3 Nächte hier verbracht. 2 Nächte lang. Und ich glaube, der soll irgendwie 820 Meter hoch sein. Und ich werde jetzt mal gucken, ob man hier hoch, da hinten runter und dann ganz hoch zum Berg kommt. Denn irgendwie einen eingetragenen Wanderweg oder so gibt es nicht. Letztes Mal sind wir schon zu zweit ein bisschen da hoch. Aber heute soll es etwas sportlicher werden und etwas höher gehen. Schauen wir mal, wo es hingeht. Etwas albern, aber es ist jetzt schon morgen um 10:10 verdammt heiß. Der Anfang ist immer anstrengend, bis man warm geworden ist. Aber lohnt sich, wenn man sich kurz ausruht und jetzt schon diese geniale Aussicht hat. Und mit Wigwam und die Felsen. Wahnsinn. Wir sind hier übrigens in der Nähe von Patras. Das ist da auf der anderen Seite. Da geht unsere Tour auch weiter. Jetzt übrigens die allererste richtige Bergtour hier auf unserer Europareise. In den Alpen war das Wetter absolut katastrophal. Es hat nur geregnet und dann auch weiter Richtung Süden war es einfach nur scheußlich, das Wetter. Es hat in eins durchgeregnet, teilweise monsunartig. Aber hier ist genial und Griechenland werden wir auf jeden Fall noch ein Weilchen genießen im Winter. Der Stein ist übrigens so richtig scharf. Könnt ihr vielleicht hier sehen. Fest, aber scharf gar nicht. Perfekt, um sich die Klamotten oder die Finger aufzuschnitzen. Das ist echt ärgerlich, ich habe jetzt meinen Sonnencreme vergessen. Das heißt, ich werde nur eine kleine Runde machen und vielleicht da hochgehen und dann aber auch hier wieder runter. Langsam auf. Kleines Päuschen und dann Endspurt.
das ist hier eine Mondlandschaft. Hat, lasst ein Like da, Daumen nach oben, und wenn ihr noch viel mehr von unseren Bergtouren sehen wollt, vor allem von unserer Europareise, denn das ist gerade mal der Anfang hier, dann schaut noch bei adventure.de vorbei, folgt uns auf Instagram, Facebook, und je nachdem wie eure Resonanz ist, gibt es dann auch bald wieder neue Videos. Jetzt wieder runter. Das ist übrigens hier nicht der Fels, sondern das sind hier die bösen, absolut bösen, krassen Büsche. Die kratzen, haben Dornen, das brennt nachher fürchterlich. Geben, wie gesagt, kein bisschen nach. Echt übel. Da lobe ich mir die Büsche, die Latschen aus Deutschland. Danke an die Bergziegen für diesen Trampelpfad darüber durch das absolut spitze Gebüsch hier. Thank you.
Klopf, klopf. Klopf, klopf. Hi. Ich gehe jetzt baden, es ist heiß. War's gut? Sehr gut. Ach, du hast Spaß, da oben zu kraxeln. Ja, das glaube ich. Dann ab ins Wasser.